Kündigungsfristen bei Versicherungen. Wie, wann, erfährst du in diesem Video. Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei bei diesem Video. Gefällt dir der Kanal? Bitte hier oben links abonnieren. Würde mich sehr freuen. So, du hast eine Versicherung, möchtest sie kündigen, aber du kennst die Fristen nicht. In diesem Video will ich dir das erklären, denn es gibt einerseits Kündigungsfristen, die eingehalten werden müssen, andererseits gibt es aber auch sogenannte außerordentliche Kündigungsfristen. Fangen wir mal an mit den ordentlichen Kündigungsfristen. Im Grundsatz gebe ich dir immer an, die Versicherung und entsprechend die Kündigungsfrist zum Vorher wegzunehmen. Es gibt aber sehr viele auch individuelle Regelungen. Fangen wir an. Also, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Auto und Gebäudeversicherung sind in der Regel immer kündbar 3 Monate vor Ablauf. Oder, da kommt es gerade oben, was in den Bedingungen steht der entsprechenden Produkte. Grundsätzlich immer Kündigung per Vertragsablauf. Also aufgepasst, hast du einen 5-Jahres-Vertrag, musst du rein theoretisch 5 Jahre warten, bis dann das letzte Jahr kommt, das 4., dann 3 Monate vorher kündigen und dann hast du entsprechend dann das Recht zum Kündigen. Darum mein Tipp hier an eurer Stelle, oder was wir bei easyinsurance.ch immer machen bei allen Verträgen, jährliches Kündigungsrecht. Dann kann die Vertragsdauer auch 5 Jahre sein. Du hast aber dann immer die Möglichkeit, 3 Monate vor entsprechend Ablauf, respektive neuem Prämienbeginn, respektive Prämienverfall, das zu kündigen. Gut, gehen wir weiter. Es geht jetzt ein bisschen mehr für Leute in Städte, die ein eigenes Business haben oder selbstständig erwerbend sind, denn die berufliche Vorsorge, Pensionskasse, hat ein spezielles Kündigungsrecht. Und zwar muss die 6 Monate vor Ablauf gekündigt werden, das heißt am 30. Juni. Das ist einmal speziell. Dann gehen wir weiter. Krankentaggeldversicherung ist auch immer kündbar, 3 Monate vor Ablauf, 30. September. Gleichzusetzen hier mit der Krankenkasse, Grundversicherung wie Zusatz, in der Regel nach VVG 3 Monate auf Ende Jahr kündbar, also Ende September. Ausnahme, gewisse Gesellschaften, Zusatzversicherungen haben 6 Monate Kündigungsfrist, heißt also per 30.06. kündbar. Und auch hier wieder matchentscheidend, vor allem in den Zusatzversicherungen, die entsprechenden Laufzeit. Hast du einen 3-Jahres- oder 5-Jahres-Vertrag in den Zusatzversicherungen, kannst du es zwar kündigen, aber es läuft dann entsprechend noch die Vertragszeit ab und erst dann bist du raus. Grundversicherung ist wiederum anders. Die ordentliche Kündigungsfrist 3 Monate per 30.09. Da es aber meistens eine Prämienerhöhung gibt, gibt es eine außerordentliche Kündigungsfrist und die ist dann wieder per 30.11. vom entsprechenden Jahr, bis man spätestens kündigen muss für das nächste Jahr. Das also mal für die Krankenkasse. Hast du noch eine Unfallversicherung? UVG ist es in der Regel immer so, dass es individuell im Vertrag geregelt ist, was dort für eine Kündigungsfrist besteht. Gut, was gibt es dann nebst den normalen Kündigungsfristen noch für außerordentliche Kündigungsfristen? Hier gebe ich dir im Grundsatz 4 Varianten an, die es gibt und die man entsprechend benutzen kann. Erste Variante ist der Ablauf nach der minimalen Laufzeit, das ist eigentlich das, was ich oben auch genannt habe, mit den 3 Monaten aufgrund vom Vertragsablauf. Zweite Variante ist die Prämienerhöhung oder Selbstbehalterhöhung. Dann kann man den Vertrag im Vorablauf vom Versicherungsjahr kündigen. Das heißt, dort ist die Kündigungsfrist wieder relevant, beispielsweise 3 Monate, kannst du dann auf den Vertragsablauf Datum künden, aufgrund der Prämienerhöhung oder der Änderung vom Selbstbehalt. Die Erhöhung vom Selbstbehalt, das ist noch sehr wichtig. Voilà. Dann geht das.
Dann, ein weiterer Grund ist die Prämienerhöhung aufgrund von Gefahrenerhöhung. Sprich also, die Versicherung sagt, das Risiko ist höher. Wir müssen die Prämie aus diesem Grund erhöhen, sagt das Wort schon. Hast du 30 Zeit, ab Eintreffen der Prämienerhöhungsanzeige zu kündigen. Und dann ist der Vertrag nachher auch 30 Tage nach Eintreffen der Kündigung aufgehoben. Nennt man in anderen Kreisen auch Sanierung von einem Versicherungsvertrag beispielsweise. Dann gibt es noch den Punkt Nummer 4, die Verletzung der Informationspflicht nach Artikel 3 VVG. Heißt zum Beispiel bei uns auf der Website und Downloads, habt ihr die Informationspflicht nach VVG 45, VVG 3, wo ihr seht, wie wir zusammenarbeiten mit den Gesellschaften und wie wir uns finanzieren. Jeder Kunde muss nachweisen, dem Kunden diese Informationspflicht darlegen, zeigen. Darüber gesprochen haben, am besten signieren. Dann hat man schriftlich. Grundsätzlich kann man, wenn das nicht erfolgt ist, 4 Wochen ab Kenntnis oder Verletzung entsprechend den Vertrag bei der Gesellschaft aufheben lassen. Der wird nach Eintreffen der Kündigung sofort aufgehoben. Aber ihr müsst das als Kunde nachweisen können. Und dort wird es meistens ein bisschen schwierig im Grundsatz, wenn ihr da ein Problem habt, sage ich einmal, könnte schwierig werden. Also das müsst ihr wirklich euch schriftlich auch bestätigen lassen. Und dann der letzte Punkt im Grundsatz, das viele immer vergessen, ist eigentlich der Schadenfall mit der Leistungserbringung vom Versicherer. Wichtig, nicht einfach den Schaden einreichen, sondern der Versicherer muss dir auch Geld auszahlen. Wenn du nur einen Schaden einreichst und es geht an die Franchise, Selbstbehalt oder es gibt eine Lohnabrechnung, kannst du nicht kündigen. Der Versicherer muss dir was zahlen. Erst dann ist es möglich und dann im Prinzip kannst du innerhalb von 14 Tagen der Auszahlung die Versicherung entsprechend kündigen und der Versicherer wird dann innerhalb von 14 Tagen die Versicherung aufheben. So, das wären also die verschiedenen Kündigungsfristen und Zeiten. Es gibt hier vorne eine Checkliste, könnt ihr dann wieder unter leasingschon.ch euch herunterladen und euch registrieren. Falls ihr mehr wissen möchtet, abonniert unsere Social Media Kanäle, Podcast auf allen verfügbaren Plattformen. Habt ihr noch Fragen, stehen wir euch gerne zur Verfügung, Online-Beratung unter leasingschon.ch. Falls es noch nicht Zeit, ich hoffe doch bald, seid leasingschon.ch und passt auf euch auf. Tschüss zusammen.